Herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Bank. Mein Name ist Stefan Friedrichowski, wie immer für diese Art von Webinaren. Leicht mathematisch angehaucht, viel Statistik kommt auch manchmal vor. Mindestens jedes zweite ist eher eine echte direkte Trading-Strategie. Andere dienen so ein bisschen mehr der Hintergrundinformation. Und genau in diese Kategorie fällt auch das heutige Webinar: Korrelationen sinnvoll nutzen, oder ich hätte vielleicht auch den Titel wählen können: Korrelationen vermeiden. Aber negative Titel machen sich nie so gut. Deswegen habe ich es mal lieber positiv formuliert. Aber wir werden beides daraus betrachten natürlich. Ja, wir haben heute den 21. August 2019. 19 Uhr soll natürlich auch erwähnt sein, damit alles hier klar ist, auch für die Aufzeichnungen. Okay, ich höre auch schon, oder besser gesagt, ich lese, Bild und Ton passen. Das ist schön. Danke auch für den Hinweis und auch natürlich vielen Dank für die vielen lieben Grüße, die hier schon im Chat reingepurzelt kommen. Wie immer ein paar Bemerkungen vorneweg. Ihr seht schon meine E-Mail-Adresse hier auf der ersten Seite eingeblendet, und natürlich gerne auch nutzen. Nachher geht es wiederum um ein paar Excel-Sheets. Und wer die haben möchte, kann das natürlich gerne auch haben. Das geht aber nur per E-Mail. Leider fällt mir gerade auf, ich habe noch was vergessen. Das muss ich jetzt versuchen, mal irgendwie hier nebenbei noch zu machen. Nämlich die Folien will ich natürlich auch wieder zur Verfügung stellen. Das geht natürlich wie immer direkt auch über das GoToWebinar Control Panel. Jetzt muss ich nur gucken. Ihr wisst, der Mann im Besonderen und der Mensch im Allgemeinen ist nicht wirklich multitaskingfähig. Und von daher ist es nie so ganz so einfach, hier gleichzeitig sinnvolle Aktionen noch über die Mausklicks und dergleichen zu machen und dabei auch noch irgendwie halbwegs was Sinnvolles zu reden. Aber ich hoffe, ich habe es hier gleich geschafft und die Folien sind schon mal für den Download bereit. So, sollte jetzt auch soweit sein. Also E-Mail-Adresse s.friedrichowski@jfdbank.com. Gerne nutzen, auch direkt mich gerne mit Stefan anreden. Ich tue es ehrlich gesagt mit euch gerade genauso in der Du-Form. Also gerne direkt beim Du. Und natürlich nochmal herzlichen Dank, dass so viele hier heute wieder da sind. Immer wieder überwältigend. Wenn wir über Korrelationen reden, müssen wir natürlich nachher es genauer definieren, was meinen wir. Und ich will mich, auch wenn ich schon Korrelationen schon mal benutzt habe, heute tatsächlich auf den Forex-Markt mal stürzen, weil das ist damals ein bisschen zu kurz gekommen, als wir andere korrelationsähnliche Strategien auch entworfen haben, nämlich sowas wie Pair Trade, Brent, WTI, zum Beispiel, oder auch auf kleineren Zeitebenen haben wir uns mal den S&P 500 und den DAX angeguckt, wie man da Pair Trades macht. Das ist in der Wahrheit auch sowas wie Korrelation. Heute machen wir das Ganze allerdings mal auf Forex-Basis und mit einer wirklich ziemlich komplett anderen Brille. Naja, bevor ich jetzt nur wirklich starte, muss ich wie immer einmal auch diese Folie hier zeigen. Das sind regulatorische Voraussetzungen. Von daher, der Risk-Disclaimer soll natürlich gezeigt werden. Im Wesentlichen geht es darum, dass ich natürlich hier über Trading, über Investment, über Trading-Strategien und ähnliche Dinge hier rede. Aber wenn es natürlich schließlich um euer eigenes Traden geht, dann natürlich wie immer auf eigene Verantwortung. Und das muss und soll natürlich hier einmal gesagt sein und ist wahrscheinlich auch ziemlich selbsterklärend. Mal etwas genauer, was wir heute eigentlich machen. Zunächst mal müssen wir uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen: Korrelation. Gut, das ist erstmal irgendwie so ein Name. Warum sollte man sich damit überhaupt beschäftigen? Reicht es nicht, hier den Chart sich anzugucken und entsprechend mit Handelsstrategien oder auch aus der reinen Charttechnik, aus der reinen Chartanalyse entsprechende Trades abzusetzen, abzuleiten? Und die Antwort ist: Naja, man muss noch ein bisschen mehr machen, möglichst. Weil Korrelationen können einem helfen und Korrelationen können einem helfen, Fehler zu begehen.
Da ist insbesondere immer vom sogenannten Klumpenrisiko die Rede. Das Wort taucht ja heute noch mehrmals auf und ich frage mich heute schon, wie ich dieses Wort Klumpenrisiko bis morgen, wenn ich das Webinar auf Englisch halte, auf Englisch übersetze. Da muss ich mir noch mal irgendwie was einfallen lassen. Wahrscheinlich wissen viele Trader, was ich meine, wenn ich von Klumpenrisiko rede, aber ich vermute mal schwer, das ist irgendwie ein eher deutschsprachig geprägter Begriff. Also von daher wird mir eine 1:1-Übersetzung vielleicht dann auch nicht ganz so helfen. Aber schauen wir mal. Wir bleiben ja im Deutschen. Also, Klumpenrisiko soll heißen, man macht mehrere Trades und eigentlich verhalten die sich alle gleich. Eigentlich nicht gut. Und genau Korrelation kann einem helfen, das zu verhindern. Wir können sogar über die Korrelation nachher für bestimmte Trading-Strategien sinnvolle Märkte identifizieren, also sinnvollere Forex-Paare. Das geht sowohl für Trendfolgeansätze als auch für solche, die eher in Seitwärtsmärkten gut zu Hause sind. Davon haben wir schon ein paar Strategien gemacht, manchmal auch mit leicht martingalen Ansätzen. Und gerade die Korrelation hilft einem super, genau die Seitwärtsmärkte super gut zu identifizieren, was ja sonst im Allgemeinen schwierig ist, genau den Seitwärtsmarkt zu identifizieren. Gleiches gilt auch für den Trend, weil, naja, im Nachhinein im Chart sieht jeder den Trend, aber den Trend am Anfang zu sehen, das ist natürlich immer das Hauptproblem. Wenn ich dann schon die ganze Zeit über Korrelation rede, muss ich es natürlich auch mal definieren. Da wird es ein klein bisschen mathematisch und nachher wenden wir es einfach an, weil das Schöne ist, Excel sieht dafür eine Funktion vor und von daher brauchen wir uns dann doch mit den mathematischen Feinheiten doch nicht so genau beschäftigen. Ein Beispiel ist in der Tat Vermeidung von Klumpenrisiko, will ich mal exemplarisch an einem Trade machen. Also ich habe nachher einen Trade auf britisches Pfund, kanadischer Dollar und will noch einen zweiten aufmachen. Und den zweiten sollte ich besser sein lassen, wie man nachher unschwer erkennen wird. Das wollen wir uns natürlich auch genau angucken. Außerdem kriege ich da noch ein bisschen mehr schon über die Korrelation für die ganzen Forex-Paare eingeleitet. Und das führt dann schließlich dazu, dass für uns eigentlich reicht es, wenn man den Forex-Markt bedienen will, also traden will, dann ist es so, man braucht sich eigentlich nicht die zig Charts angucken, US-Dollar, japanischer Yen und britisches Pfund, US-Dollar rauf und runter, kann man sich eigentlich alles sparen. Es reicht, wenn man sich Euro XXX anguckt. Damit meine ich sowas wie Euro australischer Dollar, Euro japanischer Yen, Euro US-Dollar. Wenn ich mir die angucke, habe ich eigentlich alles. Der Rest ergibt sich sowieso von selbst, weil natürlich sind Währungskurse nicht quasi frei voneinander. Also, worauf ich da mal hinaus will, ist, also der euro-japanische Yen ist irgendwie immer beeinflusst vom US-Dollar japanischer Yen. Beeinflusst ist sogar das falsche Wort, sondern der japanische Yen hängt ja in beiden gerade drin. Und das verbindende Element ist dann der Euro-US-Dollar. Das heißt, wenn ich jetzt diese drei mir angucke, reicht es immer, zwei zu kennen, dann ist der dritte nur eine mathematische Folgerung aus dem. Das wird gerne mal übersehen, wie sozusagen hochgradig korreliert, oder hier sollte man vielleicht besser sagen, vernetzt gerade die Forex-Paare sind, weil sie können, es stecken immer nur diese Währungen da drin. Jetzt ist es natürlich schwer zu sagen, was ist ein Euro wert? Genau das ergibt sich immer nur in Relation zu den anderen Währungen. Und trotzdem geht das dann alles natürlich nicht unabhängig voneinander. Aus der Korrelation heraus leite ich dann eine Hilfestellung zur Trade-Findung, nenne ich das mal, ab, die uns insbesondere halt für Trendfolgeansätze als auch für Seitwärtsmärkte dann richtig gut helfen wird. Soweit mal der Vorgeschmack auf das heutige Webinar. Kommt schon Bemerkung zu Klumpenrisiko, hat mir schon jemand eine Übersetzung mittlerweile gegeben. Multiple Risk. Ja, vielleicht wird das mein Wort, wenn man das Risiko sozusagen ja, verdoppelt. Darauf läuft es nämlich genau hinaus beim Klumpenrisiko. Okay, mal genauer, warum wollen wir uns damit beschäftigen? Wenn wir korrelierte Märkte haben, dann ist es natürlich irgendwie blöd, ähnliche Trades zu platzieren. Und ich gehe jetzt zunächst mal, weil das da so ad hoc einsichtiger ist, nochmal vom Forex-Markt weg. Also
Wenn ich zum Beispiel einen langfristigen Long Trade auf Brent habe und ich mache dann noch einen zweiten langfristigen Trade auf WTI, also die andere Ölsorte, dann ist das irgendwie nicht wirklich sinnvoll. Diese beiden Märkte sind nämlich per Definition hochgradig korreliert. Sie haben temporäre Abweichungen, aber also über Monate hinweg wird nicht Brent hochgehen und WTI runter, sondern entweder geht beides hoch oder beides geht runter. Das heißt, wenn ich jetzt also schon einen Long Trade auf Brent habe, auf die eine Ölsorte, und mache jetzt noch einen zweiten Long Trade auf WTI auf, dann hätte ich auch gerade so gut beim Brent Trade die Lot Size verdoppeln können. Das läuft de facto so ziemlich auf das Gleiche hinaus. Warum? Weil diese beiden Märkte hochgradig miteinander korreliert sind. Grundsätzlich gilt Ähnliches nicht mit gleicher Ausprägung auch für alle Indizes. Es ist schwer vorstellbar, dass der S&P 500 monatelang nach oben geht und der DAX beispielsweise monatelang nach Süden geht. Da ist die Korrelation nicht ganz so hoch, natürlich, wie beim den beiden Ölsorten, weil natürlich gehen zum einen geht noch die Währung mit ein, zumindest in den S&P 500 aus unserer Sicht. Und zum anderen kann natürlich irgendeine Region stärker sein als eine andere. Und wenn man sich das letzte Jahrzehnt anguckt, ist es in der Tat so, dass die Amis da deutlich besser abschneiden als zum Beispiel der DAX und noch viel besser als wenn man zum Beispiel den Euro Stoxx sich anguckt, der netto sich über die letzten 10 Jahre fast überhaupt nicht bewegt hat. Ich glaube, den Zeitraum könnte ich noch länger wählen. Sind noch korrelierte Märkte und da ist irgendwie offensichtlich, was eigentlich passiert, und was gemeint ist, wenn man auch vom Klumpenrisiko, redet. Kommt man nochmal gerade eine Frage, aber können nicht zwei mit dem Euro unkorrelierte Währungen trotzdem untereinander stark korrelieren? Ja, genau das und ob und wie das geht, werden wir uns hier auch angucken. Also dann ergibt sich auch die Antwort genau auf diese Frage. Interessant wird es dann, wenn wir eine Antikorrelation haben, weil natürlich gibt es auch das, dass wir in einem korrelierten Markt temporär eine Antikorrelation haben. Das war ja genau der Anlass zum Beispiel für alle Pair-Trading-Strategien. Die habe ich zwar ein bisschen anders aufgezogen, aber ich hätte gerade so gut auch die Korrelation als Signalindikator nehmen können. Weil wenn denn doch mal temporär eine Antikorrelation zum Beispiel zwischen Brent und WTI vorliegt, also einer geht nach oben, einer geht nach Süden, dann eröffnet das tatsächlich eine Trading-Möglichkeit. Und zwar geht man in den, der nach oben geht, dann Short und in den, der nach unten geht, geht man Long und kann einen sogenannten marktneutralen Trade aufsetzen, der eigentlich nur auf eins abzielt, nämlich dass wieder Korrelation eintritt. Und dann wird auch genau dieser Trade definitiv zu einem Erfolg führen. Die Marktneutralität schützt mich davor, dass wenn der Markt global nach oben oder nach unten geht, ist der Trade erstmal davon nicht beeinflusst. Entscheidend ist nur, dass gewissermaßen, ich sage es mal symbolisch, die beiden Preise wieder zusammenlaufen, was sie vorher nicht gemacht haben. Sie sind auseinandergelaufen, was dann genau zu der Antikorrelation in dem Beispiel führt. Interessant ist halt grundsätzlich, wenn man in den Forex-Markt geht, dass es halt tatsächlich reicht, Euro XXX zu untersuchen. Ich habe es gerade schon in der Einleitung so ein bisschen erläutert. Ich will gleich schon mal auch auf die eine Frage gerade ein bisschen hinaus. Mal angenommen, wir haben Euro australischer Dollar und Euro kanadischer Dollar. Und wir fragen jetzt nach der Korrelation dieser beiden Währungen, also dieser beiden Paare Euro kanadischer Dollar zu Euro australischer Dollar. Wenn wir jetzt eine große Korrelation finden zwischen diesen beiden, naja, dann ist ein Trade auf australischer Dollar, kanadischer Dollar nahezu, der kann nicht sinnvoll werden.
Weil wenn wir eine hohe Korrelation jeweils zum Euro haben, dann wird es dazu führen, dass der eine hoch geht und der andere auch. Oder der eine geht runter und der andere auch. Das heißt aber, dass netto in dem australischen Dollar, kanadischen Dollar nahezu gar nichts passiert. Also von daher kriegen wir durch die Beobachtung von allein, nachher werden es 7 Paare, die ich mir angucke, also Euro, kanadischer Dollar, Euro, australischer Dollar, dann weiß man eigentlich alles. Insbesondere dann, wenn wir gleich noch, und das machen wir auch, noch eine zusätzliche Information mit reinnehmen, nämlich den Trend. Und als Trend werden wir einfach eine Regressionsskala benutzen. Und dann haben wir eigentlich den Markt, in dem wir 7 Zahlen und der hier eine Historie haben, eigentlich umfassend beschrieben und können direkt interessante Trades ableiten. Gut. Das mal als kleine Begründung, warum wir uns überhaupt damit beschäftigen. Und jetzt, ich habe es mal diesmal mich nicht gescheut, hier eine Formel jetzt hoffe ich, dass hier nicht gleich die Hälfte aller Leute rausspringt, nur weil ich mal hier diese Formel. Das Gute ist, wir müssen sie selber weder programmieren noch verstehen noch sonst irgendwas. Ich wollte sie nur mal zeigen. Was da gezeigt ist, ist die mathematische Definition der Korrelation. Ich springe jetzt hier ein bisschen ins Auge auf dem Sheet. Aber fangen wir nochmal anders an, auch wenn der Satz ebenfalls ziemlich abstrakt ist. Also der Korrelation Koeffizient, weil das ist das, unsere Messgröße, die wir nachher auch immer verwenden werden, ist ein dimensionsloses Maß für den linearen Zusammenhang zwischen mindestens zwei Merkmalen. Boah. Wahrscheinlich, wenn ich nur diesen Satz geschrieben hätte, dann wäre jetzt endgültig die Hälfte aller Leute raus. Nee, aber es ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen halt einfach ein Maß für die Korrelation, weil ihr wisst, ich will nicht einfach nur über zwei Charts reden und die visuell miteinander vergleichen. Also wenn, dann machen wir es richtig, also mathematisch. Dann müssen wir eine Kennziffer daraus ableiten. Und da die Korrelation so herrlich mathematisch definiert ist, können wir es auch nutzen. Und wenn man sich halt genauer damit beschäftigt, und das reicht uns nämlich nachher auch, dann ist genau dieser Korrelationskoeffizient einfach nur eine Zahl zwischen minus 1 und plus 1. Und er hat eine ganz einfache, sozusagen Bedeutung, diese Zahl. Die drei Extrema, in dem Fall sind es quasi drei, sind dann auch nochmal extra genannt. Also die Korrelation zwischen zwei Zahlenkolonnen, nichts anderes, das ist das, was da oben die Merkmale waren. Bei uns sind es Preise von was auch immer. Also das sind dann die Merkmale. Also für Trader ist das alles ziemlich einfach. Mathematiker gucken das ein bisschen abstrakter an. Also haben wir diese zwei Zeitreihen von was auch immer, WTI, Brent oder nachher verschiedene Forex-Paare. Und die Korrelation zwischen denen ist plus 1. Dann haben wir eine perfekte Korrelation. Ich zeige das gleich mal in ein paar Beispielen. Haben wir eine minus 1, haben wir eine perfekte Antikorrelation. Das ist ebenfalls interessant. Das heißt übrigens, das sage ich gleich schon mal hier vorneweg, nicht zwangsläufig, dass jetzt ein Trade in diesen zwei super sinnvoll ist, also dem verbleibenden, daraus entstehenden Forex-Paar. Werden wir gleich sehen. Definitiv nicht, weil das kann auch einfach nur zwei gegenläufige Sinusbewegungen sein. Die sind perfekt antikorreliert und ein Trade, naja, ist nicht besonders sinnvoll da drin. Und das Gute, um es zu messen, wir können es ganz einfach machen. Excel hat eine Funktion, die heißt einfach Korrel. Also im Englischen Excel. Ich glaube, im Deutschen heißt sie dann einfach vorne mit K. Das gucken wir uns mal eben an, weil dann wird es auch gleich deutlich. Was ich hier eigentlich meine, das ist falsch. Wo ist mein Excel-Sheet dazu? Nein, das ist auch falsch. Ich habe es noch gar nicht geöffnet. Sorry für den Delay hier. Wo habe ich denn das jetzt hingepackt? Ui, ui, ui. Da ist Stefan aber mal schlecht vorbereitet. So, jetzt haben wir es aber. Okay, da. Was ich hier gemacht habe, um das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen, was eigentlich Korrelation bedeutet. Ihr seht, ich habe hier einfach von Hand zwei Zahlenreihen gebildet. A und B. Das eine könnte jetzt WTI, das andere Brent sein, oder nachher ist es eine Euro US-Dollar, das andere Euro kanadischer Dollar. Sei es drum. Zunächst mal habe ich die Zahlen hier einfach willkürlich so gewählt und
Wir als Trader sehen das natürlich eher sowas wie eine Zeitreihe, also D1-Daten zum Beispiel. Gut, ich habe jetzt kein richtiges Datum genommen, sondern 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und dann haben wir hier zwei Kurven. Naja, und das könnten jetzt die zwei Preisverläufe sein. Naja, und was passiert natürlich dann, wenn man jetzt hier den Korrelationskoeffizienten von diesen zwei Zeitreihen bildet? Ihr seht, perfekte 1. Sehe ich natürlich jetzt hier auch mit bloßem Auge. In der Mathematik geht man eher nicht hin und trägt das gar nicht gegen die Zeit auf, sondern trägt die beiden A und B gegeneinander auf. Das habe ich hier im unteren Graphen mal gemacht. Und dann sieht man auch sofort eine perfekte Gerade. Und das ist genau, dass die Korrelation einfach perfekt ist zwischen diesen beiden Zahlenreihen. Jetzt manipuliere ich die mal, damit wir mal so sehen, was denn eigentlich passiert, wenn ich jetzt hier Zahlen abweiche. Und ihr seht, jetzt habe ich mal eine schon ein bisschen anders gemacht und sofort geht der Korrelationskoeffizient, das Ding hier oben, wenn er da beobachtet, langsam in die Knie. Das heißt, hier wird es jetzt gerade immer schlechter und schlechter und schlechter. So mehr Zahlen ich hier verändere, umso schlechter wird die Korrelation. Ich zeige das und es ist auch sinnvoll, das gemacht zu haben, um einfach ein Gefühl für diese Zahl zu kriegen. Korrelation 1. Also 1 und minus 1 sind einfach. Korrelation 0 habe ich, glaube ich, gerade auf der Folie gar nicht extra erwähnt. Korrelation 0 heißt unkorreliert. Das wäre sowas wie zweimal weißes Rauschen. Dann haben wir die völlige Unkorreliertheit. Und man sieht, dass je mehr ich hier meine Zahlen einfach manipuliere, umso mehr komme ich auch in den Bereich. Und ihr seht auch, dass das vorher einfach zwei Zahlenreihen waren, die einfach nur um 1 verschieden waren. Und jetzt sind wir schon langsam in dem Bereich. Ihr seht, dass der Korrelationskoeffizient da oben schon nahe 0 ist. Ja. Und auch visuell wird es hier irgendwie immer, immer schlechter. Ich will aber nochmal im einen Fall mal kurz mathematisch zeigen, auch wenn ich jetzt gleich negative Kurse kriege. Das sei mal eben mir verziehen. Okay, ich vermeide die negativen Kurse. Ich addiere hier einfach noch was drauf. Dann kann mir das nicht passieren. Auch wenn das hier für die rein mathematische Betrachtung völlig egal wäre. Jetzt sehen wir mal visuell, was eine saubere Antikorrelation ist. Und auch visuell kann man das erahnen. Und ich muss trotzdem noch mal einmal, auch wenn ich es jetzt nicht ganz so schnell hier vorgeführt kriege, zwei gegenläufige Sinusbewegungen sind ebenfalls perfekt antikorreliert, obwohl ja in keinem ein Trend war. Das heißt, eine Aussage über den Trend an sich bekomme ich über die Korrelation nicht. Deswegen müssen wir den nachher nochmal extra messen. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt ein Gefühl dafür, was denn Korrelation mal so visuell bedeutet, damit man einfach mal weiß, wie man diese Zahl plus und minus 1 und alles, was dazwischen ist, überhaupt bewerten kann. Also, wenn wir von einer wirklich guten Korrelation reden, dann sollten wir schon in dem Bereich von 80%, also so plus 0,8 kommen. Weil schon eine, ich sag mal, zwar eine 0,1 ist zwar nett positiv, aber immer noch nah am unkorrelierten. Das Ganze könnte man jetzt alles noch viel mathematischer aufziehen, aber damit will ich euch natürlich jetzt definitiv verschonen. Also so viel zum Gefühl über Korrelation. Das Gute ist, sehen, klar, können wir alle. Und unser Auge ist prima, auch genau das zu erkennen. Aber mir ist immer wichtig, dass wir den Dingen eine mathematische Größe geben. Weil das Auge sieht manchmal auch gerne Dinge, naja, wir wollen auch bestimmte Sachen sehen. Gleiches gilt zum Beispiel, mal direkt als Nebensatz, wenn ich sehe, wie Leute Charts dann interpretieren und einfach zum Beispiel eine Trendlinie irgendwo reinmalen. Alles prima, aber jetzt muss man auch fragen, ob die Skala stimmt. Also ist da auch wirklich, ist es nur einfach, weil die Zahlen gehen alle schön nach unten oder ist es eigentlich doch fast horizontal, nur die Chartskalierung täuscht mir einen wahnsinnigen Trend vor und in Wahrheit ist da gar nichts. Das geht einem gerne, wenn man sich sowas anguckt wie Euro, Schweizer Franken. Da scheint man schon mal Trends zu sehen, das ist immer schön, aber da nur mal der MT4 und andere Programme autoskaliert sind, ist in Wahrheit der Trend
bei weitem nicht so stark, wie mir das Auge das erstmal suggeriert. Also das stimmt ja auch, was mir das Auge da sagt. Nur ich habe vergessen, dann auf die Skala zu gucken. Deswegen brauchen wir immer mathematische Größen. Korrelation ist da wirklich super gut geeignet. Gut. Wollen wir mal ein erstes Beispiel aus dem Trading-Alltag machen. Nämlich, ich sage einfach mal eine Annahme. Wir haben bereits einen Short-Trade auf britisches Pfund, kanadischer Dollar. Und warum auch immer, aus der Chartanalyse beispielsweise, wollen wir noch einen Short-Trade auf britischen Pfund, Schweizer Franken machen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das sinnvoll? Oder haben wir da vielleicht genau ein solch zitiertes Klumpenrisiko? Und die Antwort übrigens auf die Frage, ist der Trade sinnvoll, ist in dem Fall nein. Aber nicht irgendwie schon allein deshalb, weil in beiden Trades der Name britisches Pfund auftaucht. Ich kann es auch mal so sagen. Angenommen, das britische Pfund an sich wäre gerade wertneutral. Wobei es wirklich schwierig ist, das zu messen. Gerade das britische Pfund ist im Moment wirklich eines der blödesten Beispiele dafür, weil gerade logischerweise durch die immer noch währende Brexit-Diskussion passiert mit allem, was im britischen Pfund zu Hause ist, im Moment recht viel. Aber trotzdem tun wir mal kurz so, als ob das britische Pfund vielleicht sozusagen eher neutral ist. Dann könnte es natürlich sinnvoll sein, auch noch einen weiteren Short Trade aufzumachen, weil halt der Schweizer Franken gerade stark wird. Ja, und der kanadische Dollar auch. Und deswegen sind dafür beides dann Short Trades sinnvoll. Die bessere Antwort auf die Frage liefert mir in der Tat die Korrelation. Trotzdem will ich kurz den Chart dazu zeigen. Und ihr seht, hier habe ich jetzt links den Chart britisches Pfund, kanadischer Dollar. Und in der Mitte den Chart britischer Pfund, Schweizer Franken. Und man ahnt schon, wenn man die beiden Charts sieht, und spätestens jetzt können wir es auch schon mathematisch auch besser erahnen und gleich machen wir es dann wirklich mathematisch. Irgendwie sieht das ganz schön korreliert aus. Ich glaube, wenn ich nicht dran geschrieben hätte, welcher Chart welcher ist, hätte keiner ad hoc irgendwie einen von beiden wiedererkannt, auch wenn er vielleicht vor 5 Minuten beide Charts separat auch schon gesehen hätte. Also, die sind wirklich verdammt ähnlich. Und jetzt geht es natürlich daran, das genau zu messen. Okay, ich kriege nochmal die Bestätigung, wie der Korrelationsbefehl Excel Deutsch heißt, in der Tat Korrel, da logischerweise dann vorne mit K geschrieben. Vielen Dank für den Hinweis. Also, wir sehen, also, man sieht, ahnt schon mit bloßem Auge, die beiden Paare hier sind untereinander, also hochgradig korreliert. Und ich habe schon mal noch ein weiteres Beispiel da dran gesetzt, dass es auch anders gehen kann. Also britisches Pfund, Neuseeland-Dollar, naja, eine Ähnlichkeit ist noch da, aber definitiv nicht genauso korreliert. Da ich ja gesagt habe, wir gehen es mathematisch an, wollen wir es natürlich auch tun. Und jetzt können wir auch zu dem Excel-Sheet gehen, was ich vorhin schon hier kurz aufgemacht hatte. Jetzt muss ich kurz ein bisschen erklären, was ich eigentlich gemacht habe, auch wenn wir uns natürlich visuell auch hier sofort auf den Chart stürzen. Ich will kurz beschreiben, was hier eigentlich drin ist. Also, natürlich gibt es hier historische Daten, und zwar von drei Währungspaaren. Britisches Pfund, kanadischer Dollar, britisches Pfund, Schweizer Franken und, weil ich es gerade auch schon so im Chart hatte, britisches Pfund, Neuseeland-Dollar. Diese drei Währungspaare habe ich sozusagen runtergeladen. Und hier, Start war 2006 und bis knapp Ende Juli sind die Daten auf Tagesbasis hier in dem Excel-Sheet. Jeweils der Close-Kurs, also die anderen habe ich einfach schlicht und ergreifend gelöscht. Und das ist erstmal sozusagen der Input. Drei Zahlenkolonnen, drei Zeitserien. Dann können wir jetzt die Korrelation messen. Ich springe mal eben nach unten, damit man ein bisschen besser sieht, was ich hier eigentlich getan habe. Und zwar will ich jetzt die Frage stellen, wie ist die Korrelation zwischen, ich habe es hier mal noch so hingeschrieben, wie man es vielleicht besser schreiben würde auch tatsächlich. Ich frage nach der Korrelation britischer Pfund kanadischer Dollar zu britisches Pfund Schweizer Franken. Wie mache ich das? Okay, ehrlich gesagt habe ich da gleich schon ein paar Tricks mit eingebaut. Ich will
Wir müssen jetzt gleich irgendeine Zahl noch sagen, nämlich über wie viele Tage wollen wir denn die Korrelation messen? Und ihr seht, da oben ist schon was gelb markiert. Ich messe sie jetzt hier, das ist jetzt erstmal relativ willkürlich, über 250 Tage, was einfach so grob ein Jahr ist. Also ich messe die Korrelation über 250 Tage. Und da ich könnte zwar das anders hier schreiben mit dem Korrelation und dann würde man normalerweise das ungefähr so machen. Man würde hier Korrel schreiben und dann würde man hier irgendwas markieren und anschließend würde man dann den zweiten auch noch dazu markieren und dann hätte man die Korrelation. Prima. Alles richtig. Blöde ist nur, wenn ich dann meine Tage ändern will, also über wie viele Tage will ich die Korrelation bestimmen, dann muss ich hier neue Markierungen machen. Blöd. Finde ich natürlich blöd und das möchte ich automatisieren. Und da benutze ich dann wieder diesen Excel-Trick. Der geht über das sogenannte Indirekt. Will ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber das ist auf jeden Fall die Lösung. Dadurch kann ich auch hier nachher die Periode einfach ändern und schwupps ändert sich hier auch der Bezug, über welche Tage die Korrelation bestimmt wird. Das heißt, ich habe jetzt hier die Korrelation britisches Pfund, kanadischer Dollar gegen britisches Pfund, Schweizer Franken und das Ganze noch gegen britisches Pfund, Neuseeland-Dollar und dann die anderen beiden auch noch. Okay, und jetzt gucken wir uns mal den Chart an. Hier sehen wir jetzt die Korrelation zwischen plus 1 und minus 1. Passt, also nichts falsch gelaufen. Und das jetzt mal historisch über die letzten 12 Jahre. Gehen wir mal ans Ende, weil das ist ja da, wo wir sind. Nicht ganz, weil meine Daten hören jetzt hier am 24.07. auf. Und was, 24.07.? Habe ich hier nicht weitergemacht? Nee, aber egal. Bild ändert sich nicht. Was wir sehen, blau, britisches Pfund, kanadischer Dollar gegen britisches Pfund, Schweizer Franken. Sehr hohe Korrelation. Okay. Und spätestens, wenn ich das so mathematisch erfasse, weiß ich, da jetzt auch noch ein Short Trade auf britisches Pfund, Schweizer Franken, wenn ich schon britisches Pfund, kanadischen Dollar habe, ne, das ist Klumpenrisiko. Dann habe ich zwei Trades, die sind einfach zueinander ähnlich. Es das heißt nicht, dass natürlich das so bleibt. Jede Korrelation kann aufgebrochen werden. Also nichts ist statisch, wie man ja auch unschwer diesen Verlauf hier ansieht. Aber hier den zweiten Trade zu machen, würde ich nicht tun. Wenn ich denn unbedingt noch was anderes suche, na dann vielleicht hier was anderes. Britisches Pfund, kanadischer Dollar gegen britischen Pfund, Neuseeland-Dollar. Das wäre dann der rote hier. Da ist die Korrelation bei weitem nicht bei 1. Das heißt, wenn ich hier noch einen weiteren Trade identifiziere, dann ist er sozusagen zulässig. Hier erlaubt es mir die Korrelation, dann genau diesen zweiten Trade auch noch zu machen. Weil hier nur drei Linien drin sind, will ich hier gleich schon mal was zusätzlich mit erwähnen. Es gibt hier Phasen, wie zum Beispiel hier, rund um 2017, also vor und Ende, kurz davor und die ersten paar Monate von 2017, da sind zum Beispiel hier alle gegeneinander, wie auch immer, total korreliert. Okay, da hätte ich also, wenn ich jetzt immer ein Klumpenrisiko, wenn ich diese genauso trade, jetzt kann ich aber was anderes machen. Hier ist schon gleich die erste Überleitung. Wenn ich sowas sehe, dann heißt das umgekehrt, dass kanadischer Dollar gegen den Schweizer Franken ist ja jetzt, also die beiden Paare untereinander, britisches Pfund, kanadischer Dollar gegen britisches Pfund, Schweizer Franken, sind hochgradig korreliert. Damit kann ich ziemlich sicher sagen oder vorhersagen, dass sich im kanadischen Dollar, Schweizer Franken, wenn man das Währungspaar sich anguckt, eher gerade nichts passiert. Und ihr wisst, wir haben Strategien, die für Seitwärtsmärkte sind. Da wird es dann richtig interessant. Da haben wir nämlich schon den Signalgeber, wann wir genau das am besten traden, wenn wir denn eine Strategie für Seitwärtsmärkte haben. Ich weiß, die meisten bevorzugen immer Trendmärkte und machen
Trend-Trades, aber Strategien in Seitwärtsmärkten sind ebenfalls super interessant. Und hier wäre dann sofort kanadischer oder Schweizer Franken ein super Kandidat für genau den Fall. Das schon mal hier mit erwähnt. Gut, gibt es eigentlich zeitdifferenzkorrelierte Märkte? Oh, da muss ich gestehen. Zeitdifferenziert korrelierte Märkte. Zeitdifferenziert korrelierte Märkte muss ich passen, ob das genau ebenfalls geht. Dann kommt nochmal eine, also sorry, da habe ich jetzt, muss ich länger drüber nachdenken, bis ich eine Antwort wirklich dazu finde. Das schaffe ich nicht in 10 Sekunden hier. Aber ich denke mal drüber nach. Und im Zweifelsfall mir die Frage nochmal per E-Mail schicken. Dann noch eine, gerade eine Excel-spezifische Frage. Kann ich das mit dem indirekt auch für andere, also jetzt in dem Fall mit gefragter Rate of Change machen? Ja klar, ganz genauso. Das Ganze funktioniert über die beiden Hilfsspalten, die hier vorne stehen. Die sind hier relevant und ich kann damit genau alles machen, auch die Regressionsgrade. Ich kann dann auch zum Beispiel mal echte SMAs und nicht EMAs kann man darüber genauso machen. Also der Befehl ist ziemlich universell an der Stelle. Es läuft halt darauf hinaus, dass man das, was man sonst immer von Hand markiert, passiert hier indirekt, deswegen auch wahrscheinlich der Name im Excel, über den Indirektbefehl und diese Assist-Spalten A und B hier vorne. Gut. So, dann kommt noch eine andere Idee. Dass Rentenmärkte laufen Aktienmärkten voraus. Da könnte man ebenfalls auch mal Korrelationen zwischen verschiedenen Märkten untersuchen. Habe ich jetzt hier noch nicht weitergemacht. Wäre mal durchaus interessant, ob wir über die Korrelation, diesen sogenannten Vorlauf von bestimmten Märkten, auch tatsächlich erfassen könnten. Interessante Idee. Müsste man sich wirklich mal genauer angucken. Habe ich allerdings jetzt leider nicht parat. Okay, so viel mal das erste Beispiel, nämlich Klumpenrisiko vermeiden. Das heißt, ich untersuche dann die Korrelation zwischen denen, die ich eigentlich, zwischen den beiden Trades, die ich da gerade gerne machen möchte, und kriege dadurch die Antwort, ob dann mit einem Klumpenrisiko eingehe oder nicht. Jetzt habe ich gesagt, wir wollen noch viel mehr machen. Also wir wollen die Korrelation gleich mal sozusagen global untersuchen. Und mit global meine ich einfach, ich rede mal gerne immer über dieselben Forex-Märkte. Ich bin halt Fan davon, das Ganze zu limitieren. Dann fallen zwar ein paar weg, also sowas wie Euro, türkische Lira, die fällt dann hier bei mir aus dem Radar oder auch irgendwas gegen mexikanische, wie heißen sie jetzt eigentlich? Da komme ich jetzt gerade nicht drauf, wie die Währung genau heißt. Die fallen dadurch raus. Ich untersuche mir gerne Euro gegen. Jetzt kommen halt die anderen sieben. Und damit habe ich die größten Währungsräume der Welt erfasst. China fällt hier weg, weil, naja, der Wechselkurs ist nach wie vor nicht wirklich frei, wenn es darum ja, zahlreiche Diskussionen in den letzten paar Wochen gab. Aber da Trades drauf zu machen, ist für mich noch keine Option. Ansonsten sind in der Tat diese Auswahl habe ich wirklich strikt und stur nach sozusagen der Bedeutung der Währungen auf dem Forex-Markt gemacht. Und das sind dann in Summe die 8 bedeutendsten Währungen, die wir haben. Also wer da halt fehlt, ist die chinesische Währung. Gut, was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen eine Korrelationsmatrix aufstellen, genau über diese ganzen Währungen, genau genommen über die Währungspaare. Und wir fangen immer an mit Euro, australischer Dollar, Euro, kanadischer Dollar und so weiter. Das ist dann gleich hier die Aufgabe. Und um noch besser was mit den Trades zu machen, wird es doch sinnvoll sein, auch noch die Steigung uns anzugucken, weil dann kriegen wir auch noch eine Aussage über die Trends. Und dann können wir super interessant auch wieder uns nicht nur mit Seitwärtsmärkten beschäftigen, sondern dann auch mit Trendmärkten. Da werde ich gerade gefragt, oh, warum ich denn den Singapur-Dollar weglasse.
So groß ist das Land dann auch nicht. Es ist zwar wirtschaftlich durchaus bedeutend, aber die Währung dann auf dem internationalen Markt dann doch nicht. Das dürften dann in Summe 26 Paare sein, die da stehen. Fast sind 28. Also es sind 28 verschiedene Währungspaare, die hier dadurch in Summe erfasst werden. Wenn man hier 7 mal Euro XXX sich anguckt, kann man übrigens, ist mathematisch auch nett, ist einfach 7 plus 6 plus 5 plus 4 und so weiter, dann hat man genau die 28 Währungspaare. Aber Antwort war immerhin schon, sagt, fast richtig. Was wir dann nachher suchen ist, wir suchen vor allen Dingen nach Antikorrelation. Antikorrelationen werden deshalb interessant, insbesondere dann, wenn wenigstens noch einer von beiden ein Momentum, also ein Trend hat. Warum wird das denn so interessant? Naja, stellen wir uns mal einfach vor, ich mache mal ein Ad-hoc-Beispiel vorneweg. Euro-kanadischer Dollar und also Euro-australischer Dollar und Euro-kanadischer Dollar sind hochgradig unkorreliert und wenigstens einer von beiden hat auch noch einen Trend. Idealerweise haben sogar beide noch einen Trend. Also Euro-australischer Dollar hat einen Trend und Euro-kanadischer Dollar hat dann idealerweise noch den umgekehrten Trend. Dann haben wir einen super Trend-Trade in Aussicht. Und zwar auf australischen Dollar, kanadischen Dollar. Also Antikorrelation plus, dass wenigstens einer eine gute Steigung hat. Idealerweise gegenläufig, was ziemlich wahrscheinlich ist. Und idealerweise natürlich auch beide stark. Dann habe ich in Wahrheit das Paar identifiziert, in meinem Fall dann australischer Dollar, kanadischer Dollar, was den besten Trend überhaupt hat. Ja, und dann habe ich natürlich richtig was gekonnt. Das mit der Antikorrelation, dass die alleine nicht reicht, nochmal der Hinweis, dass wir zwei gegenläufige Sinusverläufe sind ebenfalls perfekt antikorreliert, ergeben aber noch lange kein sinnvolles Paar dann. Gut. Der Neuseeland-Dollar wird hier, ist übrigens drin. Also, weil ich gerade einen Hinweis kriege, wenn schon nicht Singapur-Dollar, dann nimm doch den Neuseeland-Dollar. Der ist in meiner Aufzählung drin. So, dann wollen wir nochmal wieder ins Excel gehen und jetzt genau diese Korrelationsmatrix ableiten. In Wahrheit wird es jetzt einfach. Das, was wir gerade gemacht haben, habe ich jetzt wieder gemacht. Und nur, dass ich halt jetzt das ganze Excel-Sheet mit anderen Währungspaaren gefüttert habe. Ihr seht, jetzt stehen hier genau die sieben, die immer im Vornamen den Euro tragen. Das bringt mich übrigens immer auf den Gedanken, dass der amerikanische Präsident sich dagegen noch gar nicht gesträubt hat und gewehrt hat, dass ausgerechnet der Euro immer im Vornamen, also immer der Erstgenannte ist und der US-Dollar eigentlich eher seltener vorne steht. Also von den größeren Währungen gerade mal dreimal. US-Dollar, kanadischer Dollar, US-Dollar, Schweizer Franken und US-Dollar, japanischer Yen. Könnte mir eigentlich ein Dorn im Auge sein. Man könnte ja auch alle umdrehen. Also sowas wie britisches Pfund, US-Dollar ist eh nur der Kehrwert. Aber egal. Wir wollen ja jetzt nicht über den amerikanischen Präsidenten philosophieren. Also ich habe einfach die Euro XXX, die sind hier jetzt komplett eingetragen. Und dann habe ich genau das gleiche gemacht wie gerade in einem anderen Excel-Sheet. Ich habe jetzt nur leicht anders geschrieben. Bitte nicht, wenn da steht australischer Dollar, kanadischer Dollar, dann birgt sich jetzt gleich in der Spalte nicht das Währungspaar. Also das hätte ich zwar übrigens auch hieraus berechnen können, weil wenn man den Euro australischen Dollar und den Euro kanadischen Dollar hat, dann kann man natürlich den australischen Dollar, kanadischen Dollar aus dem Preis, aus den beiden Preisen berechnen, indem man einfach durcheinander dividiert. Das finden viele überraschend, dass es tatsächlich so ist, aber es ist natürlich so. Ich sage das immer symbolisch, wenn man das als Bruch schreibt, dann kürzt sich der Euro raus und das ist quasi so. Ich habe natürlich jetzt nicht den Quotienten gebildet, sondern auch, ich springe mal eben hier wieder nach unten, ich habe natürlich hier die Korrelation gebildet. Und ich habe das jetzt Ganze in so aufgezogen, dass ich zunächst mal australischer Dollar, kanadischer Dollar, Schweizer Franken, britisches Pfund,
und so weiter bis zum US-Dollar. Und dann habe ich nicht wirklich wieder ganz vorne angefangen, weil das eine ergibt sich sonst, sondern ich habe dann kanadischen Dollar gefragt, wie korreliert er zum Euro Schweizer Franken. Also ich brauche immer nur zu den Nachbarn nach rechts noch gehen, weil die anderen, da käme keine neue Zahl raus. Also die Zahl haben wir schon. Und so bin ich dann hier durchgehechelt und habe das Ganze gemacht und habe dann schon noch etwas zusätzlich gemacht. Und zwar habe ich farblich den markiert, der die höchste Korrelation hat. Also meistens ist es eine stark positive Zahl, und den markiert, der die kleinste Korrelation, also sprich die stark negative Zahl hat. Also meistens ist die eine positiv und die andere negativ. Das ist keine zwingende Voraussetzung. Ich habe dann noch zusätzlich auch hinten die Regression bestimmt. Bringt mich nochmal auf den Hinweis, weil vorhin wurde ich gefragt, kann man das Momentum mit dem Indirekt auch bestimmen? Hier habe ich gleich mal ein anderes Beispiel. Hier habe ich die Regressionsgrade in den Euro australischen Dollar gelegt. Was soll das heißen? Ich gehe einfach meine Periode, in dem Fall 200, rückwärts und frage, wie ist die Steigung meines einer Geraden, die ich jetzt in den australischen Dollar, kanadischen Dollar, also das ist jetzt keine Korrelation mit irgendwas, sondern wirklich der Preis, wie er ist. Und wie ist die Steigung dieses Währungspaares in Prozent? Wer mal hier ganz hinten auf das Sheet guckt, sieht, dass ich noch durch den Preis selber dividiere. Dass ich nochmal 100 genommen habe, liegt daran, weil die Zahlen sonst so klein sind. Und trotzdem habe ich sie dann hier nochmal in Prozent ausgegeben. Das aber nur Nebenbemerkung. Warum ist das wichtig? Wir müssen doch zusätzlich, also jetzt nicht die Prozent oder mal 100 nochmal extra, sondern wir brauchen die Steigung, weil nur dann können wir nachher auch für Trendstrategien auch die wirklich richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Auch davon habe ich dann hier nochmal den größten und den kleinsten dargestellt. Und auch das ist sofort in sich interessant. Ich bleibe mal einfach an dem Beispiel, was ich jetzt hier sehe. Also die größte Steigung hat Euro-japanischer Yen positiv. Die kleinste Steigung hat Euro-Neuseeland-Dollar. Also klein heißt, ist stark negativ. Also ist das Währungspaar Neuseeland-Dollar, japanischer Yen in dem Fall der beste Trend-Trade, den ich aus allen 28 Währungspaaren generieren kann. Auch das kriege ich hier sozusagen quasi gratis nochmal eben mit. Okay. Kommt gerade nochmal ein witziger Hinweis zu dem Kurvenverlauf, den zeige ich gleich auch nochmal. Die Kurven sehen ja aus wie bunte Knete. Ja, ist in der Tat so. Also bei schon den vielen Kurven wird das nicht mehr ganz aussagekräftig. Wir gucken uns auch kurz nochmal einmal die bunte Knete einmal an. Dabei will ich einfach noch eine zweite Bemerkung mal machen. Wenn man mal hier so mit bloßem Auge den Mittelwert über alles legt, dann sieht man, dass das irgendwie eine Zahl geben würde, die größer ist als 0. Das ist übrigens auch eine interessante Zusatzbeobachtung. Die hat eine Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung davon ist, dass in der Tat der Euro eine dominante Währung ist, verglichen mit den 7 anderen. Ich will nicht sagen, die dominanteste, dazu müsste man das Ganze nochmal machen, auch mit jeweils immer den anderen. Aber dass die Korrelation in Summe eher größer 0 ist, heißt, dass der Euro an sich dominant ist. Das heißt, er ist schon ein Bestimmer auf dem Gesamtwährungsmarkt. Ob, wenn man das Ganze alles gegen den US-Dollar macht, die Zahl noch größer wäre, weiß ich nicht, habe ich nicht gemacht, aber will ich nur mal als kleine Schlussfolgerung sagen. Hier fällt noch was Zweites auf, an zwei Stellen. Die eine hatten wir vorhin fast so ähnlich. Das ist diese Stelle hier. Das ist ungefähr kurz vor 2018 und vor allen Dingen hier 2010. Da ist hier sozusagen, egal welche Korrelation zu wem, alles große Zahlen. Das heißt, da waren wir in einem wirklich euro-dominierten Markt. Da hat der die Musik gemacht für praktisch alle Euro XXX.
Also der war immer der relevante Part von den beiden. Das kann man hieraus auch sozusagen noch mit ableiten. Jetzt merkt ihr schon gerade wieder, ich schmunzle oder ich lache hier. Liegt natürlich wieder daran, dass ich irgendwelche Beiträge lese. Und andere Bemerkung zu bunter Knete. Dieses Bild sieht aus wie bunte Knete. Andere Bemerkung ist, sieht aus wie die Frisur vom besagten Mann, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Okay, gut. Jetzt wollen wir natürlich mal Trades ableiten. Dazu habe ich die Korrelationsmatrix noch vorbereitet. Ich habe hier noch eine zweite Sheet und dann merkt er auch gleich, worauf ich hinaus will. Also hier entsteht auch wirklich mal die Korrelationsmatrix. Ich mache es mal kurz ein bisschen größer. Eine Fünfstufe sollte ich mir garantiert noch gönnen. Wir kopieren nämlich gleich einfach die Zahlen aus dem anderen Excel-Sheet hier rein und dann haben wir hier die Korrelationsmatrix und hier sozusagen den Trend. Hier habe ich schon mal ein Zahlenpaar reingesetzt und dann normalerweise stellen wir uns die Frage, also ich habe eine Zahlenreihe reingesetzt, also ein Datum, ich habe vergessen welches, aber es liegt weiter in der Vergangenheit. Ich will es mal trotzdem an dem Beispiel schon mal aufmalen. Wir haben gesagt, gut ist für uns Antikorrelation und dann sollte die beste Antikorrelation haben wir hier, Schweizer Franken, australischer Dollar. Das sind dann die beiden Währungspaare, also australischer Dollar, Euro, australischer Dollar gegen Euro, Schweizer Franken haben die größte Antikorrelation. Und immerhin hat auch Euro, australischer Dollar eine gute positive Steigung. Schön wäre, wenn jetzt noch der andere die größte negative Steigung gehabt hätte. War für den Fall nicht. Jetzt gucken wir mal, wie bedient man das Ganze? Wie kann man jetzt hier unmittelbaren Nutzen fürs Traden direkt ableiten? Dazu springen wir einfach mal ans Ende, auch wenn jetzt hier, ja, das Ende ist hier auch ein bisschen näher an dem wirklichen Ende unserer Historie dran, nämlich 19.8. Und übrigens, wenn ihr jetzt das Excel-Sheet einfach sozusagen weiter bedienen wollt, naja, ist ziemlich einfach. Einfach die letzte Spalte, die letzte Zeile eins nach unten kopieren und hier sieben neue Close-Kurse von den sieben Euro XXX eintragen und schon ist die aktualisiert. Ist also kein Big Deal, kann man sogar manuell machen, braucht man nichts automatisieren. Und schon hat man das Ding meinetwegen morgens aktualisiert und kann neue Schlussfolgerungen ziehen. Was ich eigentlich machen will, ist, ich nehme mir einfach diese letzte Zeile, nehme die und kopiere die in mein zusammenfassendes Blatt. Und wenn ich das hier reinkopiere, allerdings nicht sozusagen Ctrl-C, Ctrl-V, sondern Ctrl-Shift-V, um es mal schon in Shortcut zu sagen, einfügen als, weil wir dürfen nur die Nummern einfügen und nicht die Formeln. Okay, das mache ich. Und dann haben wir sozusagen den vorletzten aktuellen Tag hier dann rein aktualisiert. Da rödelt gerade noch ein bisschen das Excel-Sheet. Deswegen muss ich mal kurz weiterreden. Ihr seht nie meine Sanduhr. Oder genau jetzt hat er die Aktualisierung gemacht und sind damit auch durch. Und jetzt stellen wir uns wieder die gleichen Fragen. Wir suchen nach einer möglichst für einen Trend-Trade, möglichst nach einer Antikorrelation. Okay, die ist im australischen Dollar, also Euro australischer Dollar gegen Euro japanischer Dollar. Da haben wir die höchste Antikorrelation. Gut. Und jetzt gucken wir noch mal, wie sehen denn die Trends der beiden aus? Und dann, hey, das ist genau das perfekte Signal. Euro australischer Dollar hat den großen, also den größten positiven Steigung und Euro japanischer Yen den kleinsten Wert. Damit ist australischer Dollar, japanischer Yen mein favorisiertes Paar für einen Trendtrade. Ehrlich gesagt, ist es manchmal nicht so ganz einfach, ad hoc jetzt schon zu sagen, ob Short oder Long, aber spätestens der Chart wird euch das unmittelbar sagen. Warum ist das nicht immer ganz so einfach? Weil manchmal heißen die Währungspaare ja genau sozusagen andersrum, als so wie ich hier tue. Also zum Beispiel, wie da steht ja jetzt kanadischer Dollar, US-Dollar. Das Währungspaar in Wahrheit heißt ja
genau andersrum. Aber bevor ich mich jetzt hier auf irgendwelche Vorzeichen festlege, der Chart wird es definitiv sagen, was der beste Trend-Trade ist. Und es wäre in dem Fall australischer Dollar, kanadischer Dollar, australischer Dollar, japanischer Yen. Und das gucken wir uns natürlich auch nochmal kurz an. Also, falsch. Märkte da, neuen Chart, D1. Und jetzt sieht er zwar, da haben wir wieder das visuelle Ding mit dem Vergleichen zu anderen Charts. Der andere, den wir hier direkt noch daneben haben, sieht irgendwie fast noch trendiger aus. Die Mathematik sagt aber eindeutig, australischer Dollar, japanischer Yen. Es hat wieder was mit der Autoskalierung hier zu tun. Müsste man wieder genauer überprüfen. Aber hier wäre jetzt, und jetzt ist auch klar, Short heißt die Richtung, der beste Trend-Trade, den ich aus dem, nennen wir ihn mal, gesamten Forex-Markt bezogen auf die 28 Währungspaare ableiten kann. Und das Ganze völlig nüchtern und ohne die reine Chart-Interpretation. Jetzt will ich natürlich nicht sagen, man wäre da nicht auch so drauf gekommen, wenn man einfach immer alle 28 screent. Dann hätte man das wahrscheinlich auch festgestellt. Aber ich bin da immer bequem und deswegen lieber mathematisch orientiert und dann habe ich die Größen auch sozusagen interpretationsfrei und muss mir nicht über die Stärke eines Trends sozusagen andere Gedanken machen, sondern kriege sie unmittelbar. Gut. Wo ich die historischen Daten hergeholt habe, in dem Fall habe ich sie von Tucker's Copy, nicht von Stock, im rechten Sinne. Aber es sind ohnehin Tagesdaten. Die können immer leicht verschieden sein, übrigens, weil es hängt immer von der Zeitzone ab. Das Thema hatten wir auch schon mal, weil eine Tageskerze ist ja nicht überall auf der Welt gleich. Also wenn ich hier aus Deutschland heraus von einer Tageskerze rede, meine ich natürlich die Tageskerze bezogen auf die deutsche Zeit. Der Engländer wird das schon wieder anders sehen. Für den fangen die Tageskerzen sozusagen zu einer anderen Uhrzeit aus meiner Sicht an. Und von daher kriegt er auch eine andere Tageskerze. Die Aussagen, die man allerdings daraus ableitet, hier, werden mit 99, hast du nicht gesehen, Prozent identisch werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, das können nur noch Feinheiten in den Nachkommastellen sein, die da irgendeinen Unterschied machen. Soweit haben wir jetzt ganz einfach mit einem einfachen Excel-Sheet mathematisch Trades abgeleitet. In dem Fall habe ich den Fokus gelegt auf Trendstärke und das aus der Antikorrelation heraus plus eine Trendstärke. Trotzdem nochmal der Hinweis, den anderen Fall, der ist ebenfalls interessant. Also hier beste positive Korrelation. Die hätten wir in dem Währungs-, also aus den beiden Währungspaaren Euro australischer Dollar gegen Euro Neuseeland Dollar. Da haben wir die höchste Korrelation und damit ist der australische Dollar, Neuseeland-Dollar prädestiniert im Moment für Strategien, die für Seitwärtsmärkte geeignet sind. Und wer die solche Strategien hat, hat damit noch einen weiteren Superfilter, um genau das zu identifizieren. Gut, und damit sind wir auch schon wieder durch. Geht immer wie im Fluge hier. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Wir können also aus der Korrelation, die wir irgendwie auch ad hoc sozusagen verstehen, erahnen, wenn wir über korrelierte Märkte reden. Das Gute ist, wir können das Ganze auch mathematisch angehen. Und wer mag, kann auch genau die gleichen Excel-Sheets verwenden, um nochmal Brent, WTI daraus per Trades abzuleiten oder auch Indizes gegeneinander. Ist ein sehr, sehr hilfreiches Tool und liefert mir dann in dem Fall gute Pair-Trades. Das hatten wir schon mal, deswegen war es ein anderes Webinar. Vielleicht lasse ich das nochmal aufleben und leite die mal wirklich unmittelbar aus der Korrelation ab. Das Schöne ist, dann können wir auch leicht eine komplette Trading-Strategie wieder daraus entwerfen. Ansonsten können wir über die Korrelation
jegliches Klumpenrisiko vermeiden, indem wir halt, wenn wir zwei Trades machen, die zueinander korreliert sind und das mathematisch, dann sollte ich mir die sparen, weil ich erhöhe nur unnötig mein Risiko. Da müsste ich schon sehr gute Gründe haben, warum ich das dann genau machen wollte. Ja, und wir haben schließlich und endlich auch einen ganz einfachen Trading-Ansatz abgeleitet, nämlich dann, genau, sind es zwei, aber den einen haben wir nur vertieft. Wenn wir eine Antikorrelation plus einen Trend haben, dann haben wir die Filterung für den besten Trend-Trade. Und eine andere haben wir zwar nicht weiter vertieft, da wo die wir eine hochgradige Korrelation haben, leiten wir automatisch das Währungspaar an, was geeignet ist für Seitwärtsmärkte. Soweit für heute. Ging mal wieder flugs. Ihr könnt, wenn ihr wollt, noch ein paar Wünsche äußern. Ich habe nämlich noch nicht das Thema für das nächste Webinar gemacht. Ein paar Themen nehme ich gerne da auch nochmal auf. So ad hoc hat schon mal jemand gefragt, wie geht es rund um Hedgen? Wie sollte man vorgehen? Sollte man so vorgehen? Wann ist es überhaupt sinnvoll? War mal ein Thema, was gewünscht war. Oder ein anderes Thema, was auch schon mal gewünscht wurde, war, sich mal genauer mit Renko-Charts zu beschäftigen und daraus dann gegebenenfalls coole Strategien abzuleiten. Ansonsten habe ich natürlich noch ein paar Sachen im Petto, aber die will ich noch nicht nennen, weil ich noch nicht genau weiß, ob da auch schon wirklich eine Strategie draus wird. Und ich will natürlich nur über das nachher reden, was auch irgendwie dann positiv ist. Wobei es durchaus auch mal interessant wäre, einfach mal eine Strategieentwicklung zu zeigen, wo schließlich am Ende nichts rauskommt, ist dann nur irgendwie ein bisschen frustrierend. Wobei das an sich genauso lehrreich ist, aber ich weiß, verkauft sich immer so schlecht. Sei es drum. Soweit für heute. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, auch wenn es wieder ein bisschen mathematisch war und nicht so die ganz sture Trading-Strategie am Ende rausgekommen ist. Nächsten Monat geht es natürlich wieder weiter und wer noch Wünsche hat, einfach kurze E-Mail. Und wer die Excel-Sheets haben möchte, ebenfalls einfach kurze E-Mail an besagte E-Mail-Adresse. Dann noch einen schönen Abend und eine gute Restwoche. Macht's gut. Tschö.